Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fishing Baron Sea hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier in Hammerfest. Haben angelegt, haben eben gerade kurz mal 1,1 Millionen eingesackt, haben aber auch noch eine Leine draußen, die wir holen müssen unbedingt. Und wo wir hoffen, dass wir rechtzeitig da hinkommen, werden aber die Leinen, die wir jetzt an Bord haben, natürlich mit Köder bestücken. Und das Ganze wird wieder, ja, wir gehen weiterhin voll auf Kabeljau, weil das scheint ja dann doch richtig gut Geld zu bringen. Ja, werden die Leinen zumindest mitnehmen, damit wir die rauslegen können, wenn wir denn jetzt gleich unterwegs sind. So, gut, dann das aus. Dann wollen wir sagen, wir fahren los und auf geht's. Achso, getankt habe ich jetzt wieder nicht. Naja, noch einmal 8000 Liter. Müssen wir beim nächsten Mal unbedingt dran denken, wenn wir im Hafen sind, dass wir wieder tanken. Nicht, dass wir dann mal irgendwann doch Hilfe rufen müssen und uns Kraftstoff besorgen lassen müssen. Wie sieht's aus mit der Schiffsreparatur? Hat die denn eigentlich was dazugelernt oder nicht? Jetzt sieht noch nicht so aus, ne? Ruht sich aus. Gut, dann werden wir jetzt nämlich schnurstracks einfach zu dieser Leine hier hinten hinfahren. Also die ist jetzt ein Tag, eine Stunde und das wird knapp. Das wird knapp, also mehr als zwei Tage. Achso, wir können nicht über Land reisen. Dann macht er erstmal hier so. So. So, und dann da ranfahren. So, Navigate, ne? So, Navi, so. Ab dafür. Und dann gucken wir mal. Also 48 Stunden dürfen wir nicht überschreiten. Da geht uns nämlich sonst die Leine verloren. Ja, rot ist er mittlerweile schon. Naja, gut. Wir werden nicht mehr viel davon kriegen. Hat. Ja, wir haben dann einen Marker jetzt gesetzt, ne, auf die Karte. Warte mal, den muss ich mal ganz schnell wegmachen. Hört mich sonst nur. So. Gut. Und dann denke ich mal, holen wir das zumindest erstmal rein. Und haben die Leine nicht verlustig, weil die Leine, die kostet auch Geld und naja, muss ja nicht unbedingt sein. Ich habe sie, eigentlich habe ich sie am Ende der letzten Folge abgeschrieben, aber das ist ja auch nicht gut. So, dann holen wir uns das Ding hier mal. So, Leine einholen. Viel wird da nicht mehr dran sein. Was haben wir denn noch schön? Einen Fisch haben wir noch. Den haben wir auch bloß okay rausgeholt. Ach je, gut 800 Kilogramm. Jo, den wollen wir natürlich aber auch trotzdessen ausnehmen. Ist ja nicht so, dass, ne, wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert oder wie war das? Ist ja nicht so, dass wir das hier. So. Wir umsonst machen, wir verdienen ja doch ein bisschen Geld damit. Und halt mit einer Tonne Fisch, die wir jetzt hier knapp geholt haben. Verlassen. Haben wir immerhin, sagen wir mal, einen Durchschnittspreis von 20 kriegen. Immer noch 20.000 Euro hier jetzt rausgeholt. Das ist ungefähr das, was wir denn ausgeben müssen für den Tank. So, dann gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Wir stehen hier jetzt eigentlich mitten im Fanggebiet drin, ne? Nimmt aber schon ab, ne? Also die Tiefen, das ist nicht mehr ganz so tiefgelb hier, ne? Wie es mal war. Also müssen wir da vielleicht eventuell auch mal die Fischart wieder ändern. Wie sieht denn das aus jetzt hier mit Pollack? Naja, gut, das sieht dann noch häuslicher aus. Hellfisch ist noch jede Menge vorhanden. Vielleicht müssen wir auch einfach mal 4 Wochen im Hafen überspringen oder sowas. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier hinfahren. So. Und werden einen zweiten Punkt in die Richtung setzen, dann können wir in die richtige Richtung stehen. Und dann werden wir hier nochmal die 2000er Leitung da durchlegen, 2000 Haken Geschichte dort durchlegen und dann hoffen, dass wir da nochmal richtig viel Fisch kriegen. V. So, geben wir mal ein bisschen Gas. Ein bisschen was haben wir ja schon wieder an Bord. Wir wollen ja mal nicht hoffen, dass es nachher so viel ist, dass wir dort unbedingt wieder dann den Fisch wegschmeißen müssen, weil wir wieder zu viel haben oder so. So, du gehst mal dahin, reparierst mal das Schiff nebenbei, dass es wieder bei 100% ist. Dann verdienst du uns wenigstens ein bisschen Geld. Voll ist er nicht beim Reparieren. Lagerraum? Ein Info? Bitte.
Ah, hier sehen wir die Quote. Kabeljau sind wir schon gut dran an der Quote. Schellfisch können wir noch in Massen holen hier mit dem Ding. Ja, wir müssen aber auf Schellfisch gehen. Wir müssen mal gucken, welcher Köder das ist, welcher da optimal ist für Schellfisch. Jetzt habe ich endlich die Stelle gefunden, wo ich die Quote sehen kann. Ah, schön. Ja, da müssen wir wirklich mal gucken. Dass wir vielleicht eventuell dann mal einmal den ganzen Bunker voll mit Schellfisch haben. Bringt ja auch ein bisschen Geld und das können wir eigentlich dann in den anderen Hafen bringen, weil wenn wir jetzt hier mit dem Ding jetzt nochmal ein volles Ballett besorgen, also wirklich richtig einen vollen Fang machen und der Bunker nochmal voll ist, dann haben wir das Geld ja schon für das nächste Schiff was zusammen, was wir uns dann kaufen müssen. Dann müssen wir sowieso erstmal, ja, wie soll man sagen, ein bisschen durch die Gegend gucken, dass wir da, ja, einfach erstmal fahren, Erkundungsfahrten machen. Ich denke mal, ich werde dann hier einfach mal eine Fahrt in die Richtung starten und dann mal hier den Hafen noch erkunden. Kann also sein, dass wir uns dann beim nächsten Mal dann hier hinten irgendwann wiederfinden. Ja, das halte ich durchaus für möglich und machbar, damit man da noch eine Verkaufsmöglichkeit hat oder vielleicht noch eine Auftragsmöglichkeit, eine gute. Wir müssen gucken. So. Also was leiden ein bisschen jetzt so hier? Wie haben wir denn noch? Ah. Das leicht, das langt noch hin. So, das ist schon wieder 100%. Die ist schon wieder fertig mit reparieren. Kann sie dahin gehen, dann kriegt sie hier noch einen Kohl. Dann kann sie erstmal essen, dann ist sie wieder erholt. Also dieser kleine Balken unten, das ist die Erholung. Wie ist denn das? Wird der länger denn? Umso länger, also umso. Was heißt denn eigentlich die 48 da oben? Das sind 48 Punkte, die sie verteilt hat. Spielpunkte. Wenn sie immer wieder repariert, dann müsste ja theoretisch eigentlich irgendwann das Reparieren besser sein als Stapeln. Hätte ich jetzt mal, nicht mal sagen, dass das so. So, dann wollen wir da mal hin. Und legen da noch eine Leiter aus. Dann werden wir hier mal ganz kurz diese Erkundungsgeschichte nochmal machen. Da werden wir das Dreieck hier dann ein bisschen voll erkunden. Ich denke mal, das sollte ganz gut funktionieren. Ja, letzte Leine raus. Und dann müssen wir natürlich zur 2-Kilometer-Leine rechtzeitig zurück sein. Oh, das wird schön. Weil die dann schön in dunkelblau kriegen wieder. Das hat ja richtig, das waren über 20 Tonnen Fisch, ne? Also vom Zielfisch alleine. Wahnsinn. So, dann machen wir hier ein bisschen Gas. Fahren wir ein bisschen schneller und dann gucken wir mal, wo müssen wir denn da hinfahren. Ja, das reicht doch vollkommen aus, wenn wir weiter in diese Richtung fahren. Dann könnten wir dieses Dreieck hier ganz gut wegholen. Dann gehen wir mal ganz kurz auf Deck und gucken mit dem Fernglas mal, was haben wir denn da so hinten in der Ferne. Da haben wir ein Schiffchen mit einer Fahne hinten dran. Da haben wir da hier so einen Seelenverkäufer wieder, ne? Das kennen wir ja schon. Auch schon mehrfach gesehen. Ein bisschen regnen tut's. Beißen die Fische besser. Dachte ich zumindest immer so das Anglerlatein. Da hinten haben wir auch noch so einen Seelenverkäufer, der da unterwegs ist und eine Boje liegt da rum. Da fährt noch so ein Ding. So, in der Richtung müsste eigentlich irgendwo der Hafen sein oder irgendwo denn in der. Das hier, was macht das Schiff hier mit mir? Ah ja. Ah, da ist der Leuchtturm. Da hinten ist irgendwo der Leuchtturm. Aber auch schwer ging. Was ist denn das immer beim Lenken hier? Das ist ja furchtgerecht. Wenn nicht. Da leuchtet er. Nee. Doch, da leuchtet er doch. Ab und zu ist er da hinten im Licht zu sehen. Am Fernglas sieht man es nicht. Komisch. Hm. Na gut, okay. Dann ist das halt so. So, aber hier erkunden wir schon mal das Dreieck ein bisschen zu. Das ist schon mal gut. Und nebenbei machen wir natürlich hier für unsere Lizenz. Ne, paar Kilometer gut. Vielleicht schaffen wir es bis 80 Kilometer jetzt. Und dann. Ja, gucken wir mal. Funkgerät, gehen wir mal runter hier. Machen wir, was ist das? F. Können wir uns hier ein bisschen frei bewegen? Hier können wir uns hier nirgendwo hinsetzen. Das finde ich sehr schade. Dass man sich hier hinten nicht hinsetzen kann oder so. Hier gibt es ein Bild, aber der Name ist nicht zu erkennen da drauf. Aha, okay. Da ist man gleich unten, ne? Das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr schade, muss ich sagen. Da hinten kommt man nicht hin. Bitte, ich will ja gerne zu dieser Tür. Ah, sowas verbackt hier bald.
Ich würde gerne zu dieser Tür kommen, nur, ne? Um dann mal reinzugucken, was da los ist. Weil hier kannst du nichts machen. So, dann gucken wir hier vorne mal ganz vorne hin. Ah, quälen wir uns mal hier so. Dann schauen wir mal. Kann ich hier auch das Fernglas nehmen? Oh, da kann ich auch das Fernglas nehmen. Ist das nicht schön? Ja, weißt du, der Punkt irritiert mich manchmal doch ganz schön. So, und da hinten haben wir Hammerfest, ne? Da sieht man Hammerfest. Ist schon schick gemacht. Also es ist schon schick gemacht, das Spiel. Das, da kann man, also das schon, ist schon niedlich. So, jetzt gucken wir mal, wie lange ist die Leine denn schon drin? 5 Stunden. Das heißt also, wir könnten ja theoretisch mal noch was erkunden. Wo wollen wir denn noch was erkunden? Wir könnten eigentlich mal bis an den Kanten hier ranfahren und gucken, was da hinten ist. Wie groß da dieses Fanggebiet ist, was da noch besteht. Irgendwas blockiert uns. Wir sind alten Seelenverkäufer hier. Map. Weiter geht's. So, dann gucken wir mal kurz im Fernglas hier. Ist das Leuchtfeuer? Was wir denn da ab und zu sehen? Ich weiß es nicht. Oh, reicht das denn aus, wenn wir hier... Ja, das reicht aus, wenn wir hier ein bisschen rumstehen bloß. Okay, gut. Na gut. 7 Stunden hat sie jetzt. Ja, in den Hafen fahren, das lohnt eigentlich nicht. Komm, dann gucken wir nochmal kurz vor hier ein Stückchen. Wenn ich jetzt V drücke, bin ich dann oben drin wieder? Ah ja, dann bin ich oben wieder drin. Okay, gut. Also da sprinte ich dann ganz schnell hoch. Einmal schön das Schiffshorn benutzt. Und hier mal in der Nähe die Fische verjagt. So, gut. Sehen wir, was diese weißen Punkte hier oben drauf sein sollen, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Komisch aus. Hm. Jetzt sind wir bei 8 Stunden. Ja, dann fahren wir jetzt langsam aber sicher so in den Winkel hier dahin. Was? Oh, dann fahr doch so. So, so, so. Jo, bin ich da ran? Das sollte dann erstmal ausreichen. Dann gibt mir hier vielleicht eventuell sogar schon Dunkelblaubeeren. Ah, noch nicht so ganz. Erstmal gelb. Oh, wir sind schon auf dem letzten Weg hier. Sind aber erst gelb. Nö, das gefällt mir nicht. Dann machen wir hier nochmal eine kleine... Rundreise. Nur hellblau. Mal da zurückfahren. Jetzt können wir dorthin zurückfahren. Jetzt ist sie nämlich dunkelblau. Jetzt ist der optimale Moment, wo man sie quasi aus dem Wasser herausholen sollte. Und das wollen wir natürlich machen. Und da wollen wir natürlich ordentlich viel Fisch holen. Wo ist denn das Boot hier hin? Hier. Hier nur mehr und mehr nicht. Da. Ziemlich genau geradezu, sehr schön. Dann gehen wir mal in die Außenansicht. Denn nur dort können wir leider Gottes das Leine einholen. Ausführen. Ah, dreckig. Was ist denn da? Ein Grafikfehler? Siehst du da? Da könnte ein Haus da stehen. Oh. So, einholen. So, dann wollen wir nochmal gucken, was wir hier Schönes haben. Da haben wir erstmal 1 von 13, aber den haben wir schon mal ganz gut rausgeholt. Dann nehmen wir den nächsten. So, ist aber auch nicht absolut nicht unser Zielfisch. Macht aber erstmal nichts. So, jetzt haben wir einen Zielfisch das erste Mal. So, aber auch wunderbar rausgeholt. Sehr gut. Und dann können wir nochmal. Ich weiß gar nicht, ich könnte ja mal so eine 5000 alleine machen und einfach mal eine 5000 alleine hier reinschmeißen. Die ganzen anderen, ich weiß gar nicht, ob ich sie kaufen darf oder so. Die, verdammt, der war nur gut. Der war nur gut.
Ärgerlich. Nö, der war auch zu früh. Was macht er denn? Was macht er denn? Was macht er denn? Also von maximal 65 haben wir schon 4 verschenkt. Au, jetzt haben wir schon 6 verschenkt. 6% verschenkt. Schade, schade, schade. Au, 8% verschenkt. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Ah, 10% haben wir verschenkt. Okay, 10% haben wir, hätten wir noch mehr haben können. Also hätten nochmal... Oh, das hat aber schon... Das ist schon wieder ordentlich, was wir jetzt hier gekriegt haben. So, dann wollen wir da mal loslegen hier. Wollen wir da mal einmal Schlitz. Wir haben ja kaum Seegang. Dann können wir richtig schön in Ruhe schnibbeln. So. Sehr gut. Dann da rein. Und hier geht's weiter. Und dann durch. Bis vorne hin. So. Wunderbar. 5 Sterne Deluxe wieder ausgenommen. Na, ah, 4,5 Sterne. So. Auch 4,5 Sterne. Aber ich glaube, auch 4,5 Sterne ist schon ein ganz guter Bonus, den wir dann immer kriegen. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Dann machen wir mal. So. Da haben wir ein Foto von. Ideal ausgenommen, die ganze Sache. Oh, der war ein bisschen zu weit geschnibbelt. Kostet auch gleich einen Stern, ne? Das ist, also zu weit schnibbeln ist wirklich schon gleich ganz bitter. So. Also unser Schiff könnte wieder gut voll werden. Oh ja, auch gut ausgenommen. Weil wir haben ja jetzt schon über die Hälfte drin. Im Boot. Aber dieses Mal ist natürlich die letzte Leine ziemlich nah am Hafen dran. Was natürlich ein Vorteil ist, die dann nochmal schnell zu holen. Was kann ich denn? 30.000? Nee, 40.000 kann ich, ne? Ja, 40.000 kann ich mitnehmen. Ja. Zack. Meine Herren, wie oft wir jetzt hier schon schnibbeln müssen. Ah, zu weit. Verdammt, das kostet wieder. Schade. Das hat den guten Schnitt, den wir eigentlich hatten, da bei dem ganzen Fisch mehr getroffen wahrscheinlich. So, dann gehen wir jetzt zu Line Nummer dieser hier. So, da müssen wir dann mal einmal Wichner Dorf fahren und dann geht's dann in die Richtung. So, damit wir die dann annehmen fahren können gleich. Damit die auch auf der richtigen Seite liegt. Noch ist sie blau, das ist gut. Also kriegen wir hier bestimmt auch mal einen ganz guten Fang. Bei der nächsten Leine werden wir wahrscheinlich aus dem dunkelblauen raus sein, aus dem idealen Aufnahmefenster. Aber manchmal ist es halt so. Wir haben hinten da oben, dann hätte ich ganz so weit die Runde drehen sollen, die ich da quasi nochmal gefahren bin, um die 2 Kilometer Leine in das dunkelblaue Fenster zu kriegen. Das hätte, ach nee, nicht Map, sondern DAV. So. Das hätte man ein bisschen besser machen können noch, aber naja, gut. Da hilft alles Trauer nichts. Sei es wie es sei, es ist jetzt so. Und wir holen die Leine ein. Gucken wir mal, wie viele Fische wir hier haben. 12 Stück. Den haben wir schon mal perfekt erwischt. Aber den haben wir bis gut erwischt, verdammt. Schade. Auch nur gut erwischt. Wir fahren noch, ne? Das war ja ideal. Ah, was sind wir denn heute nervös mit dem Finger? Oh, da haben wir mal einen Rotbarsch dazwischen. Den haben wir schon lange nicht gesehen, dass der als einzelner Fisch hier auftaucht. Der war wieder perfekt. Ah, hier haben wir schon ordentlich verschenkt, muss man ja sagen. 60% wären möglich gewesen. Ich glaube, wenn ich 40 erreiche, dann bin ich gut. Oh Gott, oh Gott. Ah, nochmal gleich 2% weniger. 40 haben wir schon. Ah ja, jetzt haben wir mehr als 10% verschenkt. Schade, 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 schade. Sehr schade. Da haben wir 14% verschenkt.
Aber macht nichts, trotzdem sind es 8 Tonnen und wenn wir die letzte Leine noch holen, dann sind wir... Oh, also wir kriegen ja nur noch 4 Tonnen rein, glaube ich. Also wir sind eh schon gut voll dann. Oh, den haben wir aber auch nicht zerschnitten. Oh, naja. Hat er gar nicht als so schlimm angesehen. So, darüber, so. War gut. Der war nicht gut. Okay, warum war der nicht gut? War der so viel zu kurz, oder? Hätte ich jetzt eigentlich jetzt richtig gut angesehen gehabt. Na gut. 36 Tonnen haben wir drin von 40 Tonnen. Das heißt also, wir kriegen knappe 4 Tonnen nur noch rein. Also das, was wir beim nächsten Mal fangen, denke ich mal, wird schon... Huch, bin drauf geklickt. Wird schon zu viel sein, aber wir werden wahrscheinlich alleine auch nicht beim dunkelblauen Zustand bekommen. Aber gut, das wird sich gleichzeitig... Warte mal, nee, denn... Doch, dann sind wir auf der richtigen Richtung unterwegs. So. Ab dafür, die wird jetzt wahrscheinlich gleich umschlagen. Ich? Oh. Okay. Das stimmt mich jetzt so merkwürdig, aber... Warum nicht? Da ist ein Ende. Ist das richtige Ende? Das ist das Falsche. Das ist das Richtige. Da, wo jetzt ein Punkt ist. Okay, dann fahren wir zum richtigen Ende hin. Gut. Das da ist das richtige Ende. Und da müssen wir jetzt hin. Da müssen wir jetzt ganz schnell die Leine noch einholen. Und dann haben wir hier den Fang auch wieder fertig. Von der Uhrzeit her könnten wir sogar noch rechtzeitig dafür, dass wir eben beim Markt das verkaufen können. Ankommen. Zack. Leine einholen. Dankeschön. So, dann gucken wir noch mal, was wir hier Schönes haben. 10 Fische haben wir. Den ersten haben wir schon mal verkackt. Naja. Irgendwie sprudelt das hier gerade unter dem Boot ganz schön. Nicht, dass mit mal die Oberflächenspannung vom Wasser so runtergezogen wird, dass das Boot abgeht. Das vermutet man ja auch im Bermuda-Dreieck übrigens, dass dann von unten halt eben einfach so viel Methan hochkommt. Dass die Oberflächenspannung dort so gering ist und auch halt das bis, wenn das durch die Luft geht, so weit führt, dass quasi dann kein richtiger Auftrieb mehr stattfinden kann. Und dadurch gerade genau an diesen Stellen es so häufig zu Unglücken kommt. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine Meeresstelle ist, wo es so viel vermehrt zu Unglücken kommt, als bei anderen, keine Ahnung, Meeresengen, wo viel Verkehr ist. Aber ich wundere mich sowieso, dass man nicht öfter mal was irgendwie hört oder liest davon, dass irgendwie Schiffe miteinander kollidieren. Also das scheint schon ganz gut geregelt zu sein. So, da haben wir 6 Tonnen, das war schon zu viel. Ja, da wird uns anteilig natürlich der Fisch abgezogen. So. So. Natürlich. Ein bisschen Schellfisch. Es klingt zwar nach Regnen, Regen, aber wir sehen hier keinen. Oh, schon Rotbarsch. So. Und dann haben wir nochmal 600 Kilo davon. So. Das ist das Schiff voll. Wieder mit 39 Tonnen, also fast 40 Tonnen. Genau. Da können wir noch ordentlich mit leben. So, dann ab zurück zum Schiff. Auf die Karte und dann in den Hafen gefahren. Und ein bisschen Geld verdient. Na, das könnte von der Zeit her sich doch nicht ausgehen. Sind doch ein bisschen weit weg. 3,4 nautische Meilen, das dauert ein bisschen, bis wir das abgefahren haben. Also. Ich jedes Mal den gleichen Fehler mache, ne? So, gucken wir doch mal, ob wir vor 18 Uhr hier im Hafen sind. Ich glaube nicht. Ah, 15, 16. Sehr knapp. Wir probieren es einfach mal. 17.04 Uhr, das reicht aus. Wir müssen nur vor 18 Uhr da sein. Zwischen 10 und 18 Uhr ist hier der Markt offen. Dann kann man hier richtig gut Geld verdienen.
1,3 Millionen haben wir schon. Ich glaube, das nächste Schiff kostet 1,9 Millionen. Haben wir schon mal nachgeguckt. Also, da müssen wir wirklich nur noch fahren. Fahren, fahren, fahren. Bis mit der Autobahn. Nee, auf der Autobahn. Ach, was weiß ich. In der Barentssee herumkurven. Ich weiß noch nicht, wie so offenes Meer machen. Und es soll ja jetzt, habe ich in den Kommentar gelesen, demnächst noch ein DLC-Krabbenfishing rauskommen. So, wollen wir verkaufen. Und dann sehen wir erstmal, dass wir den Shellfish hier gut verkauft kriegen. Das ist natürlich den Kabel hier auch sehr gut verkauft. Kriegen wir 407.000, also wir haben die meisten in der Größe gefangen. Und haben den Bonus durchs Ausnehmen natürlich noch dazu gekriegt. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben insgesamt 1 Million erlöst. Hat man letztes Mal ein bisschen mehr. Haben, nee, hat man weniger, ne? 900 und ein bisschen 1000 hat man. Also ein bisschen mehr erlöst haben wir hier. Und dann haben wir natürlich die Preisänderung 1,9 Kronen. Lokalen Marktverkauf bringt nochmal... Nur 19.000? Ah, 1,9. Aber oh, das ist wenig. Da hatte ich schon mal mehr. Da hatte ich schon mal genauso viel wie beim Hafenruf, wo ich jetzt 20 Kronen kriege. Nochmal 200.000 oben drauf. 18.000 kriegt hier Christine ab. Und insgesamt machen wir 1,208 Millionen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wir sind immer noch Herr der Fische in Hammerfest. Also besseren Ruf kann man hier nicht kriegen. Und ja, wir werden jetzt natürlich dann damit auch mal wieder rüberfahren. Also wir werden uns dann wiedersehen, wenn ich am anderen Dock liege. Dort werden wir dann hoffentlich dran denken, dass wir Klopstoff aufnehmen und den Rest auch noch fertig machen. Und wieder die Leinen und dann geht's los. Gut, das soll's gewesen sein für diese Folge von Fishing Barentssee hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, ich werde hoffentlich jetzt in der Pause ein bisschen noch durch die Gegend fahren, durch die Gegend tuckern. Vielleicht können wir dann in der nächsten, übernächsten Folge noch ein neues Schiff kaufen. Bis dann. Tschüss.